Ich habe schon wirklich sehr nice Sachen aus dem Pokémon Go Set gezogen. Aber eine Karte fehlt mir einfach immer noch und das ist das Radiant Charizard. Und naja, bis jetzt hatte ich mit dieser Box hier eigentlich ganz gut Glück. Habe da ein paar Sachen draus gezogen, die mich sehr glücklich gemacht haben. Die erste Chase-Karte, die ich hatte, war das Radiant Venusaur und das habe ich auch in so einer Box gezogen. Deswegen dachte ich mir, naja, vielleicht wird es ja wieder mal was mit der Alolan Exeggutor, dem guten Alolan Kokowai. Vielleicht ziehen wir ja da unser Radiant Charizard. Ich habe schon alle Versionen von Mewtwo aus diesem Set raus. Aber nur dieses eine Pokémon. Diese eine Radiant-Variante. Alolan Exeggutor V. Hier auch die kleine Karte. Und dann haben wir unsere vier Pokémon Go Booster. So unendlich viele Karten schon aus diesem Set gezogen. Und ich werde noch weiter ziehen, bis ich das Radiant Charizard habe. Irgendwann muss es ja wohl mal klappen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Sonst fällt mir eigentlich keine weitere Karte an. Ja, vielleicht noch die vielleicht noch das Rainbow Dragoran. Das wäre auch noch eine Sache. Vista-Cut vorne. Das kann was bedeuten, kann auch absolut nichts bedeuten. Schauen wir mal. Steelix. Zatu. Rare Candy. Bulbasaur. Pidoof. Magikarp. Alolan Rattata. Magikarp. Ariados Reverse Holo. Und ein Snorlax. Aber wir fangen wieder ein bisschen entspannt hier an, ne? Jetzt habe ich schon so viele Alolan Kokowais, da könnte ich eigentlich auch mal ein Deck draus basteln. Würde meinem Sohn wahrscheinlich auch gefallen. Okay. Drei weitere Booster. Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt vielleicht von irgendwo ein Hit daher. Also vielleicht gar nicht so viel Energy channeln, einfach machen, einfach ziehen und hoffen, dass wir hier was Schickes bei rumbekommen. Energy, Ariados, Steelix, Zatu, Magikarp. Ich habe diese Pokémon alle schon tausendmal gesehen. Iapon, Charmander, Bulbasaur, Pidoof, Snorlax, Reverse Holo und ein Gyarados. Zwei weitere Booster, bis jetzt noch nix. Bis jetzt noch nix. Aber das kann sich ändern. Und wird sich hoffentlich ändern. Mit diesem Booster. Ich spüre es. Jetzt. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss einfach. Na, jetzt hatten wir zwei Booster, so, die nicht so ordentlich liefen. Jetzt ist doch sicherlich was für uns dabei, oder? Schauen wir mal. Nach dem Tranquil, Bulbasaur, Natu, Ambipom, Sylveon Reverse Holo und haben wir einen Konkedo V. Naja, besser als nichts, ne? Eine V-Karte hier. Die habe ich natürlich schon. Natürlich. Natürlich. Ach. Ich könnte mir das Radiant Charizard natürlich auch einfach kaufen, aber wer will denn sowas? Das will doch keiner. Man will es doch ziehen. Man will doch selber sagen, die Karte, die habe ich gezogen. Und dafür werde ich irgendwann belohnt. Irgendwann werde ich belohnt. Ich weiß es. Vielleicht ja auch schon heute. Schauen wir mal. Ne, man muss einfach glauben. Einfach glauben. In sich selber, in die Karten und daran, dass hier das Radiant Charizard ist das, was ich suche. Energy, Pokestop, Unversand, Rare Candy, Bidoof, Magikarp, Pidoof, Onix, Eevee. Ah, ich bin so ein schlechter Opener, ne? Chansey. Und ein Slaking V. Das Slaking V ist einfach jedes Mal dabei. Auch da habe ich mir schon überlegt, ob man sich nicht mal daraus ein Deck basteln könnte.
hat mir das gute Kokowai heute doch nicht das gebracht, was ich mir erträumt hatte. Aber das ist nicht so schlimm. Das heißt, nächsten Monat gibt es auch wieder ein Pokémon Go Video, mindestens eins. Und dann schauen wir mal, ob wir es dann kriegen. Also, wir können auch noch das hier auschecken, wenn ihr Bock habt. Würde mich freuen. Habt noch einen schönen Tag. Bye, bye.